mittlerweile eigentlich fast jeden Tag. Außer am Samstag manchmal bei mir im Liebefeld, nebenan hat es gerade ein Stadion. Es ist 3 Minuten zu Fuß und dann bin ich auch am Samstagabend dort. Das ist ein bisschen einfacher. Aber sonst bin ich eigentlich sicher jetzt 5 Mal in der Woche im Wankdorf. Ich habe hier in diesem Stadion angefangen. Ja, mal, als ich, ich glaube, 7 war, also in der ersten Klasse, habe ich an dem Swissathletics-Sprint jetzt, dann weiss ich nicht genau, was es war, habe ich mitgemacht. Man konnte sich von Schuss anmelden. Ich habe mir dann noch meinen Lehrer gesagt, ja, es wäre doch gut, wenn ich würde gehen. Und nachher habe ich dann, dass ich dann noch 50 Meter war. Also ich glaube, 2000 war es. Oder 2001, ich glaube, 2000. Und dann bin ich zweit geworden, das erste Mal. Und ja, das war auch hier im Wankdorf. Genau, ja, ich bin dann wirklich in den Verein gekommen durch meine ältere Schwester, die im Verein schon trainiert. Es hat ein paar aus dem Quartier, die Leichtathletik gemacht haben. Und die sind alle zum SCB gegangen. Und dann war es halt die Gegebung, sie konnten alle zusammen gehen. Und nachher ist sie dort, es hat ihr mega gefallen. Und dann habe ich halt auch wie die grosse Schwester Leichtathletik machen. Und bin dann nach 2 Jahren, als ich nur eben den Swissathletics-Sprint gemacht habe, bin ich dann auch im Verein gegangen trainieren. Mein Vorbild war eigentlich immer Mireille Donders, also seit ich mich ein bisschen auskennt. Ich habe nie gross Leichtathletik im Fernsehen geschaut. Meine Eltern haben das nicht so geschaut und ich auch nicht. Und darum waren mehr so die lokalen Leute meine Vorbilder, vor allem auch vom Verein. Und dann vor allem Mireille Donders. Ich freue mich mega fest, das ist wirklich cool. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine gute Sache, weil es kommen auch viele Athleten mega gerne in die Schweiz. Also wenn ich viele andere Athleten frage, sagen sie, ja, in der Schweiz sind die besten Meetings. Und es hat überall Meetings, außer in der Hauptstadt. Und darum ist es wirklich mega cool, wenn es jetzt hier mal ein Meeting gibt. Das ist auch ein perfektes Stadion, finde ich. Nicht zu gross, nicht zu klein. Und ja, vor allem auch für meine Fans oder Familie oder Freunde, die halt wie nicht immer können, auf Lausanne, auf Luzern, auf Zürich gehen. Wenn sie einfach mal nur 4 Stunden haben, um mich zu schauen für einen Wettkampf, ist wirklich cool. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich hatte noch nie das Gefühl, jetzt wird es schwierig. Ich hatte manchmal auch schon Läufe. Wenn ich denke, jetzt wird es schwierig, das zu schlagen, aber ich hatte nie das Gefühl, ich kann nicht schneller. Ich war nie an dem Punkt, wo ich denke, jetzt wird es wirklich schwierig, noch einiges vorwärts zu machen. Darum war ich auch immer wieder so an dem Punkt, wo ich etwas Größeres ändern wollte, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann noch schneller laufen. Und ich habe das Gefühl, ich werde wahrscheinlich bis zum Schluss immer das Gefühl haben, ich kann noch schneller. Also im Alltag bin ich gar nicht schnell unterwegs, außer ich bin ein bisschen im Stress und muss pressieren. Mit dem Auto bin ich gerne schnell unterwegs. Ich habe jetzt auch ein neues Auto mit dem GTR. Bin natürlich sehr schnell unterwegs von Nissan. Aber sonst bin ich im Alltag eher wirklich sehr gemütlich. Also ich habe lieber sehr gemütlich, kein Stress und das auch dort eher gemütlich. Ich habe eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich darunter leide. Es ist selten wirklich negativ überkommen. Was halt auch sehr cool ist, ist in der Schweiz sind die Leute halt ein bisschen zurückhaltender, sie wollen nicht zu aufdringlich sein. Aber es ist eigentlich immer mega positiv. Also ich merke manchmal schon, dass wenn ich durch die Stadt laufe, werde ich erkannt. Also ich kann nicht ganz so, wie ich durch die Stadt laufen jetzt von mir. Aber es ist nicht sehr oft so, dass die Leute wirklich auf mich zukommen. Und wenn sie auf mich zukommen, dann wirklich mega herzig. Also wirklich mega nett und sie wollen auch nicht stören, wie zum Beispiel, wenn ich in einem Zug bin. Und, zum Beispiel, als ich von Zürich nach Hause gefahren bin, hat mich eine erkannt, aber hat mir irgendwie kurz bevor sie angekommen und gesagt, ah ja, gratulieren und wirklich mega cool. Und nicht schon am Anfang, sodass wir dann gegenüber hocken und es ist irgendwie komisch. Also es ist wirklich sehr positiv. Das, was manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ist zum Beispiel, wenn meine kleine Schwester einen Wettkampf hat und ich würde manchmal gerne schauen, dann überlege ich mich 2 Mal und denke, will ich jetzt wirklich dorthin gehen? Und dann auf dem Leichtathletikplatz kann man halt ganz viel. Also es ist jetzt wie nicht nervig, im Sinne von mega blöd, dass ich das mache. Ich war dann noch so, ich weiß noch genau, wie das war auf der anderen Seite. Aber es ist für mich manchmal ein bisschen schwieriger, jetzt in einem Leichtathletik-Wettkampf so ein bisschen meine Ruhe zu haben und einfach zum Beispiel nur ins Meeting zu genießen, ohne dass jetzt alle auf mich zukommen. Aber es ist wirklich, ja, also überhaupt nicht schlimm. Es ist halt einfach ein bisschen, ja, weniger erholend für mich als andere Sachen. Aber nicht negativ. Also Bern, ich bin mega gerne, weil es halt schön ist und familiär und mit der schönen Altstadt und mit der Aare und meine Familie ist hier, meine Freunde sind da. Darum habe ich wirklich Bern mega gerne. Andere Städte, zum Beispiel New York, finde ich eine mega coole Stadt. Ich war schon ein paar Mal und es ist eine Stadt, da könnte ich immer wieder hergehen. Und dann andere einfach schöne Städte, wo es einfach wie Bern so ein bisschen ist, es wird einfach in die Stadt gehen, um zu laufen.
und irgendwas Kaffee haben und wieder gehen, ein kleines Lädchen. So Städte habe ich sehr gerne. Aber dann eben im Gegensatz zu so die grossen Städte wie zum Beispiel New York.